Qualifizieren, bis der Arzt kommt. Heute stelle ich dir die Medic-Vertriebsqualifikations-Lead- und Sales-Qualifikationsmethode vor. Eine der bewährtesten, ich würde sagen auch am meisten eingesetzte Qualifikationsmethode, um im komplexen B2B-Sales, also mit einem längeren Sales-Cycle, die Kunden vor, während und bis zum Abschluss des Vertriebsprozesses richtig einzuschätzen, richtig zu qualifizieren und richtig zu behandeln. Also ein mega, mega wichtiges Werkzeug. Ich habe letzte Woche einen Kundenworkshop gehabt, wo wir auch in der Sales-Optimierung waren. Ging auch ein komplexes Softwareprodukt und die Pipeline war ungefähr so. 10 Sales-Calls, oder sagen wir mal, er hat ein Callcenter gehabt, die ihm Termine, die den Termine gelegt haben. Und diese Termine waren dann quasi Sales Calls, die waren also schon vorqualifiziert. Und er hat es geschafft, aus diesen Sales Calls 6 Demo Calls zu machen, also im Prinzip den nächsten Schritt zu gehen. Aber aus den Demo Calls, aus diesen 6 Demo Calls, ist bis jetzt kein einziger Verkauf hervorgegangen. Es gibt einen, der wahrscheinlich pending ist, aber ansonsten ist nichts passiert. Und wir sind dann in die Analyse gegangen und im Endeffekt kam raus, hey, der Kunde ist überhaupt nicht richtig qualifiziert worden. Die meisten wichtigen Punkte, die man wissen muss, um so einen Vertriebsprozess als Verkäufer auch voranzutreiben und auch einzuschätzen, hey, wird daraus überhaupt mal was oder wird da nichts draus? Also lohnt es sich, dort Zeit zu investieren oder nicht? Dazu brauchst du eine richtige Qualifizierung. Und ich zeige dir heute die Medic-Methode. Und ich habe mich noch ein bisschen eingelesen. Da gibt es einen Darius Lahoutifard. Halt das Buch mal in die Kamera für die Leute, die es auf YouTube gucken wollen. Wir haben hier das mega geile neue Vertriebsstudio eingerichtet für Vertriebspräsentationen, für Podcasts, für YouTube, aber vor allen Dingen für Vertriebspräsentationen und für Workshops. Das werde ich dir auch in einer der nächsten Folgen vorstellen, wie du das mit relativ kleinem Aufwand, relativ wenig Geld für dich hinbekommst. Aber jetzt gehen wir in die Folge rein. Ich habe einige Folgen, ich glaube 2 Wochen zuvor, habe ich eine Folge gemacht über das ganze Thema, warum ist Kundenqualifizierung überhaupt so wichtig? Warum ist es entscheidend für den Vertriebsprozess? Also das wäre so im Prinzip die Basis und heute erzähle ich dir, wie du es ganz genau tust. Man sagt, Qualifying is Closing. Also wenn du einen Kunden richtig qualifizierst, dann führst du ihn auch mit zum Abschluss. Also wenn du die richtigen Antworten bekommst. Oder aber du sagst, hey, das macht jetzt keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn oder es macht jetzt keinen Sinn, da habe ich mehr Zeit, mich um andere Kunden, um andere Angebote, um andere Demos, um andere Procedures zu kümmern. Und das ist ja auch entscheidend, weil die Zeit, die wir mit Kunden verbringen, ist die wertvollste Zeit, die wir im Vertrieb haben. Und wenn ich zu viel Zeit mit falschen Kunden verbringe, dann habe ich zu wenig Zeit, mich mit den richtigen zu beschäftigen. Und das ist oft auch einer der Gründe, warum ganze Vertriebe, Vertriebsteams und auch einzelne Verkäufer nicht erfolgreich sind. Also es ist entscheidend für den Umsatz, es ist entscheidend für den Erfolg. Und man sagt ja auch, dass die erfolgreichen Verkäufer die sind, die die meiste Zeit mit den richtigen Kunden, mit den richtigen Angeboten verbringen. Ja, und dafür brauchst du eine Qualifizierung. Und Darius, der das Buch geschrieben hat, der die Methode erfunden hat, der sie auch in Softwarefirmen ausprobiert, eingeführt, entwickelt hat, sagt auf seinem Titel, es heißt Always Be Qualifying. Also wir kennen das noch aus diesem Film, ABC, Always Be Closing, also du musst immer closen. Und er hat es ersetzt durch Always Be Qualifying, weil im komplexen B2B-Sales macht es ja keinen Sinn, den Kunden abzuschließen, der unsere Leistung gar nicht braucht, der unhappy ist mit unserer Leistung. Ja? Das heißt, die Qualifizierung steht vor dem Closing. Ja, also ich kann das hier zum Beispiel bei uns sagen, bei der Personalberatung einen Kunden reinzubringen, der nicht bereit ist, mit uns zusammenzuarbeiten, der nicht bereit ist, diesen Prozess zu gehen und der nicht in der Lage ist, auch Kandidaten dementsprechend zu behandeln, mit dem macht es überhaupt keinen Sinn, einen Abschluss zu machen. Das muss ich vorher rausbekommen. Und einen Kunden auch zum Beispiel eine Software auf oder eine Dienstleistung aufzuschwätzen, wo ich eigentlich jetzt schon weiß, dass der ist nicht happy damit, macht keinen Sinn. Es gibt ja dieser grundsätzliche Spruch, das bin ich auch ein großer Freund von, verkauf nie jemanden etwas, wenn er es nicht braucht. Verkauf nie jemanden etwas, wenn er es nicht braucht. Und
Ob er es braucht oder nicht, das muss ich natürlich auch rausfinden. So, und ich bin ein ganz großer Freund von Methoden und Checklisten. Also zum Thema Checklisten werde ich auch nochmal die ein oder andere Podcast-Folge machen. Da lese ich gerade das Checklist-Manifesto. Mega spannendes Buch, kommt aus dem Medizinbereich. Teilweise haarsträubend, was da mit einfachen Checklisten erreicht worden ist. Und hier ist Medic ist im Prinzip auch eine Checkliste. Es ist, wie gesagt, die weltweit anerkannteste Vertriebsqualifikationsmethode. Es ist keine Vertriebsmethode, sondern es geht nur um die Qualifikation. Und es geht darum, den möglichen Gewinn, den Vorteil für den Kunden messbar zu machen. Die Reihenfolge ist nicht entscheidend. Ich gehe jetzt die einzelnen Buchstaben mal durch. Jeder Buchstabe steht für einen Punkt, den du qualifizieren solltest. Und für einfache Vertriebsmethoden, also wenn du sagst, hey, es gibt einen relativ kurzen Sales Cycle, ist Medic vielleicht zu viel. Da gibt es die Band-Methode. Das ist so, ja, eigentlich das, was von sehr vielen Vertrieben im kürzeren Sales Cycle eingesetzt wird. Das steht für Budget, also B für Budget, A für Authority, N für Need und T für Timing. Ich habe das auch schon mal mit dem Kunden gemacht, da hatten wir das mit D für Desire, also dieses Desire aus dem Kunden rauskitzeln, dieses Verlangen. Aber Classic ist Band, also Budget, Authority, Need, Timing. Die sind aber alle in dem Medic auch drin. Also man kann das Medic ja auch verkürzen und verlängern. Es gibt auch MedPick oder Medic mit 2C, das stelle ich dir auch noch vor. Aber wir gehen jetzt mal das Medic durch. Und ich glaube, dann verstehst du schon, was du davon für dich brauchen kannst, was du vielleicht weglassen kannst. Genau, wir gehen jetzt die einzelnen Punkte durch. Also, das erste sind, ist M, das sind Metrics. Metrics bedeutet, den möglichen Gewinn, den möglichen Vorteil für den Kunden messen und rauszufinden, hey, was kommt für den Kunden tatsächlich in Zahlen raus. Also mehr Gewinn, höhere Produktivität, geringes Risiko, ja, dass ich es wirklich mit Zahlen messen kann. Ich gehe auf die einzelnen Sachen nachher nochmal ein bisschen genauer ein. Jetzt gehen wir erstmal die einzelnen Buchstaben durch. Also Medic ist, also M in Medic ist Metrics. Das E, das ist der Economic Buyer. Das ist der, der quasi das letzte Wort hat. Ja, der sitzt auf dem Geld, der hat das Budget. Und das ist auch der, der meistens oder sehr oft den Auftrag unterschreibt, ja, oder veranlasst, dass der Auftrag erteilt wird. Also der Economic Buyer ist im Prinzip der finale Entscheider, der oft auch so eher hinter den Kulissen sitzt. Aber den zu kennen ist natürlich auch super wichtig. Das war das E, Economic Buyer. Dann haben wir das erste D, also es sind zwei Ds in Medic. Das sind die Decision Criteria, also die Entscheidungskriterien. Ja, das heißt also, welche Eigenschaften sind denn für den Kunden wichtig, sodass er sich für ein Produkt entscheidet? Was ist die Shoppinglist? Was sind die Features, die es haben muss? Das muss ich natürlich wissen. Ja? Dann haben wir das zweite D in Medic, das ist der Decision Process. Auch super, super wichtig. Ja? Da geht es halt darum, okay, wie ist denn jetzt von diesem ersten Call, wenn der positiv ist, wie ist denn der Prozess bis zum Abschluss? Und zwar vor allen Dingen auf der Kundenseite. Ne? Also was braucht der Kunde an Schleifen, an einzelnen Stufen, um tatsächlich einen Abschluss zu erzielen? Und das muss ich natürlich als Verkäufer auch wissen. Ja? Dann haben wir das I in Medic. Das heißt Identify Pain. Und da geht es halt darum, wirklich rauszukitzeln, okay, was ist denn der Schmerz, den der Kunde loswerden will? Warum sucht der Kunde nach einer Lösung? Was funktioniert bei ihm nicht? Was ist der Status quo, den er challengen will, von dem er weg will? Das muss ich rausbekommen. Und dann haben wir das C. Das ist der Champion. Und Champion ist derjenige, der für dich innerhalb des Kunden verkauft. Und den musst du finden, den musst du qualifizieren, den musst du testen und den musst du natürlich auch ausbilden, sodass er quasi für dich im Unternehmen deine Lösung vorantreibt. Wie gesagt, das Medic, also ich gehe es nochmal kurz durch, Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain und Champion geht um komplexen B2B-Sales. Ne? Und man sagt, wenn du
positive Klarheit über diese Punkte hast, dann bekommst du auch den Auftrag. Positive Klarheit. Und es ist immer besser, sich um neue Ops zu kümmern, neue Opportunities, neue Angebote. Wenn ich sehe, hey, da wird nichts draus, dann habe ich Zeit, mich um neue Angebote zu kümmern, die ich wieder qualifizieren kann, anstatt halt ein totes Pferd zu reiten, das dann irgendwann dann halt doch nicht kommt. Und das ist so oft, dass in der Pipeline, die ist komplett voll mit toten Pferden, wo eigentlich nur noch das Prinzip Hoffnung ist, ja, vielleicht kommt es dann doch noch, aber meistens kommt es dann halt nicht. Dann gibt es noch Matt Pick, also M-E-Doppel-D und dann ist ein P drin, P-I-C. Da geht es nochmal um den Paper Process, dass ich halt sage, hey, was sind denn die formalen Schritte, die gegangen werden müssen, damit der Kunde unterschreiben kann. Ne? Und wenn du weißt, es gibt viele Formalia, kann man das nochmal aufnehmen. Eigentlich ist es in dem Decision Process drin. Also geht es um dieses Legal-Thema. Viele Verkäufer können das ja gar nicht sagen. Die wissen nicht, wie dieser Papierprozess ist. Ja, aber es ist natürlich gut, es zu wissen, weil ich es dann auch beeinflussen kann. Und weil es natürlich auch immer Einfluss auf das Timing hat. Genau, und dann gibt es noch Medic mit 2C oder halt Medpick mit 2C. Da steht das letzte C dann für Competition, also Wettbewerb. Was macht der Wettbewerb? Was hat er angeboten? Was haben die für Features? Wie ist die Übereinstimmung mit dem, was der Kunde will? Wie sieht es vom Price aus und vom Pricing aus und so weiter? Ne? Also, aber es ist eigentlich bei Decision Criteria mit drin. Es ist nur noch mal eine Erinnerung. Wie gesagt, Medic ist eine Methode und es hilft dir herauszufinden, ob ein Interessent in einer bestimmten Zeit, das ist oft ein Quartal, Kunde wird oder nicht. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Verkäufer wissen das nicht, weil sie die Fragen nicht stellen. Ja, manchmal wissen die Basic Things nicht. Warum will der Kunde das überhaupt haben? Wer ist denn derjenige, der es haben will? Wer ist der Entscheider? Ja, bis wann soll es denn gemacht werden? Und wie gesagt, es ist keine Vertriebsmethode, es ist keine Vertriebstechnik, sondern es hilft dir eigentlich immer so, deinen Standort zu bestimmen. Wo bin ich jetzt? Und du kannst es sehr, sehr gut als Checkliste einsetzen. Du kannst es mit in deine Vertriebsunterlagen aufnehmen. Es ist aktivitätsbasierend, das heißt, du musst was tun. Ja, du musst dem Kunden Fragen stellen. Du musst diese Metriken erarbeiten. Das kannst du auch aus vergangenen Projekten machen. Und das bringt natürlich eine gemeinsame Sprache ins Ziel. Ne? Wenn du sagst, hey, ich bin gerade dabei, ein Meeting mit dem Economic Buyer zu organisieren, und wir haben alle diese Checkliste, dann ist das eigentlich klar. Oder wenn du von einem Champion sprichst, wenn du von Metrics sprichst, von Pain sprichst, dann weiß das Team, was gemeint ist. Und du kannst es halt dir auch in der Pipeline angucken. Ja? Ich kann es nur immer wieder betonen, diese Methode hilft uns, unnötige Vertriebsarbeit zu vermeiden. Sie sorgt dafür, dass wir von toten Pferden absteigen können. Und sie bereinigt natürlich auch die Pipeline. Ja, also man bekommt ein viel besseres Bild dafür, ob was closed und wann es closed und welche Schritte dahin sind. Ja, und oft ist das halt im Vertrieb eine Blackbox. Das heißt, du hast irgendwo mal ein Angebot abgegeben, da gab es ein paar positive Signale, aber jetzt ist das irgendwie wie eine Blackbox, wo nichts mehr an Informationen rauskommt und der Verkäufer kann eigentlich nur noch warten. Das ist nicht gut. Und das kann man halt verhindern, indem man den Kunden und dieses Angebot richtig qualifiziert. Ja, also du kannst es in unterschiedlichen Stufen einsetzen. Du kannst es ganz am Anfang einsetzen. Das sind vielleicht eher allgemeine Fragen. Ne? Also bei der Validierung, macht es überhaupt Sinn, jetzt eine Demo zu organisieren? Macht es Sinn, die nächsten Schritte zu gehen? Beim Angebot ist es natürlich schon viel, viel konkreter. Da gehst du schon tiefer rein. Und beim Abschluss müssen eigentlich, oder wenn es Richtung Abschluss geht, müssen eigentlich alle diese Fragen geklärt sein. Gehen wir die einzelnen Punkte nochmal durch. Schauen wir uns Metrics an. Also da geht es um den möglichen Gewinn, den Vorteil. Wie kannst du den für den Kunden messen? Ne? Also warum soll der Kunde kaufen? Das sollte messbar sein. Es sollte in einer Sprache sein, die alle Menschen verstehen. Idealerweise steht auch noch eine Geschichte dahinter. Also wie war es vorher beim Kunden? Wie kann er bei einem Kunden, wie kann er durch eine Lösung profitieren? Oder auch, wie kann unser Kunde, der jetzt gerade im Angebot ist, davon profitieren? Also das auch in eine Geschichte gekleidet ist natürlich immer gut, weil es vom Kunden noch besser aufgenommen werden kann. Es geht halt immer, wie ist die Situation vorher und wie soll sie nachher sein?
Und im Endeffekt ist es wirklich dann für das Business, für die Economics des Geschäftes, ne? Also Umsatz, Kosten, Risikominimierung. Und idealerweise sollte der Champion, also derjenige, der gerne möchte, dass das Projekt umgesetzt wird, dass die Dienstleistung gekauft wird, das Produkt, der sollte natürlich auch sagen, hey, das sind eigentlich die Metrics, auf die es mir ankommt. Ne? Beispiel, 12 Monate nach Einführung sinken die Prozesskosten um 20%. Das ist eine Einsparung von 100.000 Euro im Monat. Das ist eine klare Metrix. Ne? Die Daten, wie bekommst du die? Oft sagt der Kunde, also der Prospect, also da, wo du jetzt gerade in der Qualifizierung bist, das nicht, aber du hast es eventuell aus bestehenden Kunden. Von bestehenden Kunden. Auch dort kannst du dir die Geschichten rausholen. Ne? Du siehst ja, hey, was haben die denn damit erreicht? Und wenn der Kunde happy ist, erzählt er dir das ja auch. Ne? Wie viel mehr Umsatz hat er erzielt? Wie viel Kosten hat er gespart? Welches Risiko hat er ausgeschlossen? Welche Standards hat er jetzt erfüllt? Ne? Du kannst es aber auch zum Beispiel in der Demo sehen, ne? Wo du siehst, hey, hier dieses Feature, das ist ja ganz wichtig für dich. Wie viel Zeit wird dir das dann sparen, wenn du das einführst? Was meinst du? Und wie viel wird die Produktivität steigern? Ne? Also das kann man halt mit offenen Fragen rauskitzeln. Ne? Und wenn du diese Information hast, dann sind das natürlich auch mega starke Verkaufsargumente. Ja? Also bei uns ist es immer so, als Headhunter im Vertrieb, das ist ja jetzt wirklich kein komplexer Sales Cycle, kann aber auch schon mal ein bisschen länger dauern. Also wenn ich da weiß, wie viel Neugeschäft liegt denn bei dem Account Manager, Key Account Manager, bei dem Vertriebsprofi, der gesucht wird. Ja? Dann weiß ich auch im Prinzip, wie hoch ist der, also was habe ich an Neugeschäft, das ich verliere oder an Neugeschäft, das ich nicht verliere, wenn ich rechtzeitig jemanden habe. Also wenn ich jetzt 6 Monate sage, hey, ich versuche es nochmal alleine, das dauert circa 6 Monate und ich weiß, der ist im Monat für, was weiß ich, 20.000 Euro Neugeschäft zuständig, dann sage ich, hey, dann verlierst du 120.000 Euro. Hast du gerade gesagt. So habe ich das noch nie gesehen. Also sowas ist mega stark. So, der Economic Buyer. Economic Buyer, das ist, wie gesagt, derjenige, der hockt auf dem Budget, der hat das letzte Wort. Der setzt die Unterschrift drunter oder sorgt dafür, dass ein Auftrag erteilt wird. Ja, das heißt, er hat das Geld. Oft kann er aber auch ein Budget kreieren, wenn er sagt, hey, das ist wichtig. Das ist wichtig für die Economics. Dann schafft er auch Budgets. Ja, wenn man sagt, hey, wir müssen das machen, dann ist Geld meistens da. Also nur zu sagen, hey, wir haben kein Budget, das heißt, wir haben jetzt uns keine Gedanken darüber gemacht oder es hat keine Priorität. Ja? Er kann aber auch Prioritäten ändern, ja, wenn er was für wichtig hält. Er ist verantwortlich für, im Amerikanischen sagt man Bottom Line, also für das, was am Ende unten rauskommt, ja, Umsatz, Gewinn. Und er stellt meistens diese schwierigen Fragen. Ne? Wenn er sagt, hey, wenn wir das machen, was bringt mir das? Ja, dann können Sie irgendwie leichter das und das machen. Ja, aber was bringt mir das? Bottom line. Was bringt mir das? Ja. Typischerweise ist das im Amerikanischen jemand mit einem C, CXO, CMO, CSO, CEO, CTO, CFO. Also bei uns sind es dann möglicherweise ein Abteilungsleiter, Geschäftsführer, Vorstände. Und es ist typischerweise nicht der Einkaufsleiter. Ja, der Einkaufsleiter kann keine Budgets schaffen, der kann auch keine Prioritäten ändern. Das ist eigentlich nur der quasi eine Aufgabe hat, die er von dem Economic Buyer bekommen hat und die er dann quasi mit dir versucht abzuarbeiten. Wie ist es bei Einkaufskomitees? Also klar, das ist noch ein bisschen komplizierter, aber eigentlich gibt es auch in diesem Komitee immer einen, der Budgets ändern kann, der Prioritäten ändern kann und der das finale Wort hat. Und den müssen wir rausfinden. Das heißt, nicht die anderen ignorieren, aber wenn du idealerweise mal rausfindest, okay, wer ist derjenige, der im Endeffekt die Entscheidung trifft? Weil die sind auch in einem Komitee, in einem Unternehmen in der Regel nicht demokratisch. Genau, so und dein Sales Pitch ist natürlich anders, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der dein Produkt, deine Dienstleistung anwenden soll, als für jemanden, der im Management quasi den Anwender führt oder halt, wenn du mit dem Economic Buyer sprichst, wo es halt eher darum geht, hey, was kommt am Ende für mich bei raus? Ne?
Also den Anwender, der wusste, geht es ja darum, hey, wie funktioniert das Ganze, wie cool ist das, wie einfach ist das, wie bequem ist es. Für die Manager, also Abteilungsleiter, Teamleiter, da geht es ja darum, hey, was habe ich davon? Ja? Also was passiert denn da, wenn es jetzt angewendet wird? Und für den Economic Buyer geht es halt eher um das Warum. Warum sollen wir das überhaupt tun? Ja? Also diese klassischen Fragen im Vertrieb, ne, das hängt ja über allem. Warum überhaupt? Warum soll ich mich überhaupt mit so einer Lösung beschäftigen? Warum soll ich mich mit dir beschäftigen als Lieferanten, als Anbieter, als Verkäufer? Und warum jetzt? So, und diesen Economic Buyer zu treffen, da sagt der Darius, der Buchautor, und ich sehe das eigentlich auch so, ist ein Muss. Also bei komplexen Sachen, wo es auch viel Invest vom Verkäufer geht, bevor das alles wirklich losgeht, musst du dich mit dem Economic Buyer getroffen haben. Ja? Und da geht es auch schon darum, herauszufinden, hey, go oder no go. Und auch bei dem nochmal abzufahren, hey, wie ist denn der Prozess für dich? Was ist für dich wichtig an dem Prozess? Da gibt es ja oft dann ein Proof of Concept, eine komplexere Demo. Ja? Und bevor du anfängst, da rein zu investieren, musst du eigentlich sagen, hey, wenn das und das erreicht wird in der Demo, im Proof of Concept, in der Case Study oder in dem Test, dann kommen wir zusammen. Ja, und wenn du das nicht hörst, dann machst du es nicht. Genau, dann haben wir das D. Ich muss mich ein bisschen abspeeden, sonst wird meine Folge wieder zu lang. Aber ich finde das mega, mega wichtig und auch sehr, sehr erhellend. Und mir sind auch sehr, sehr viele Sachen klar geworden, was ich früher falsch gemacht habe oder was wir immer noch falsch machen, weil wir ganz viele Sachen einfach nicht wissen und auch nicht fragen und nicht zu fragen trauen. Weil die meisten Kunden erzählen das gerne. Also wir haben das ganz oft auch, wenn wir jetzt mit Kunden Vertriebsoptimierung machen, dass dann, ja, das sagt uns der Kunde nicht. Dann haben sie den mal gefragt? Nee. Dann fragen sie doch mal. Und dann sagt, ey, der Kunde erzählt mir alles. Der hört gar nicht mehr auf. Der Sales Call hat ewig lang gedauert, weil der Kunde mir alles erzählt hat. Ja, aber oft trauen wir uns nicht zu fragen. Und das ist eigentlich das größte Problem. So, dann sind wir bei den Entscheidungskriterien, dem ersten D. Na, das heißt also, okay, was sind die Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, damit der Kunde kauft? Meistens hat er sich das vorher überlegt. Na, also das und das und das, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die das Produkt, dass die Lösung, dass die Dienstleistung können muss. Na? Der Kunde sagt dir das und oft nimmt der Verkäufer das dann ja so auch so hin, aber oft können wir das ja auch verändern. Ja? Also du musst sie erstmal kennen und dann kannst du sie als Verkäufer auch beeinflussen. Ja? Weil wenn er sagt, hey, ist mir ganz wichtig, ist mir das und das, und du sagst, warum denn? Ja, weil es das und das auslöst und du sagst, nee, das haben wir ganz anders gelöst, dann ist vielleicht eins der Sachen, die du nicht erledigen kannst, plötzlich weg. Ja? Und wir als Verkäufer können in der Regel bei einem Produkt, bei einer Software, bei einer Dienstleistung nicht das Produkt verändern, sondern wir müssen die Entscheidungskriterien beeinflussen. Das ist der Hauptpunkt. Und viele Verkäufer kommen dann immer zurück zum Product Manager oder der Entwicklung und sagen, hey, ich brauche da jetzt noch hier, das muss in Gelb sein, das Produkt, der Kunde möchte es in Gelb haben, ja, und da muss noch die und jene Ecke dran. Habe ich immer tausendmal erlebt, ja, sonst kauft der Kunde nicht. Ja, und dann sagen, okay, warum soll das gelb sein? Habe ich nicht gefragt. Dann gehen wir zurück und fragen. Und dann kommt raus, ja, die Farbe ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, also jetzt mal ganz einfach gemacht. Ne? Also im Prinzip ist Decision Criteria, also die Entscheidungskriterien, das ist die Shoppingliste, wo er gesagt hat, hey, das muss eigentlich drauf sein. Ne? Also da können natürlich auch Kriterien über uns drin sein. Ne? Wie groß soll der Anbieter sein? Wo soll der Anbieter sein? Wie lange soll er im Geschäft sein? Wie solide soll er sein? Gibt es Referenzen? Dann haben wir natürlich aber auch dann quasi der Return on Investment, also welche Preisrange soll es sein? Und natürlich dann die Fähigkeiten oder die Features. Ja, also was muss unbedingt da sein? Was wäre schön? Was sind die Nice-to-Haves? Und das Ganze möglicherweise noch mit einem Ranking, Scoring, mit einer Gewichtung, ja, dass man sagt, hey, dieses Feature ist am wichtigsten, das ist am zweitwichtigsten, die werden mit einem anderen Ranking versehen. Ja, und so versuchen die dann quasi alles, was du denen sagst, in eine Matrix reinzubringen. Und am Ende kommt dann Zahlenwert raus, wo die sagen können, okay, das kaufe ich oder das kaufe ich nicht. Aber wie gesagt,
Das kannst du als Verkäufer in der Regel beeinflussen. Auch das Ranking, das Scoring kannst du oft beeinflussen. Vor allen Dingen, wenn du den Champion kennst. Ja? Genau, also der Kunde will oft ein Feature haben, aber er weiß eigentlich gar nicht so genau warum. Und dann kannst du halt dort einhaken. Ne? Also immer hinterfragen, welcher Nutzen, welche Angst, welcher Denkfehler steckt da möglicherweise dahinter. Und du kannst natürlich auch deine Stärken hervorheben. Es gibt da auch eine tolle Methode zu, das ist das sogenannte Value Triangle, das Wertedreieck. Das erkläre ich dir nochmal in einer anderen Folge. Das ist auch super, super wichtig, um ja, zu sehen, okay, was sind die Entscheidungskriterien des Kunden und wie kann ich die beeinflussen und wie kann ich dafür sorgen, dass die Entscheidung zu meinen Gunsten ausfällt. So, dann haben wir das zweite D, das ist der Entscheidungsprozess. Das ist im Prinzip der Prozess innerhalb des Kunden bis zum Kauf. Ja? Das ist oft eine Validierung, also technisch, funktional, aber auch eine Freigabeprozess, ne? Also kaufmännisch, finanziell, von der Administration, legal, muss ja eventuell mit der IT noch abgestimmt werden, was auch immer. Ja? So, und diesen Entscheidungsprozess kennen die meisten Verkäufer auch nicht. Ja, aber das ist eigentlich das, was man den Kunden fragt. Okay, sie finden die Lösung gut. Ja, also den Champion kann ich das zum Beispiel fragen. Ne? Und sie wollen die auch haben. Jo, will ich haben. Okay, dann lass uns doch mal besprechen. Habe ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, verlinke ich dir gerne mal. Wie ist denn der Prozess von heute, wo wir auseinandergehen, bis zu dem Tag, wo eine Unterschrift gefällt wird, wo sie das Produkt dann wirklich haben können? So, und der Champion erzählt dir das. Manche Sachen weiß er vielleicht gar nicht. Ja, dann geht das zu Legal, was da passiert, weiß er nicht. Oder geht über den Einkauf. Ja, so, und das kannst du aber dann auch rauskriegen. Ja, aber diesen Entscheidungsprozess musst du kennen und idealerweise schriftlich niederlegen, also einen Zeitstrahl entwickeln. Ne? Und da geht es halt immer darum, was muss der Kunde machen? Ja, er muss ein Okay einholen von der Fachabteilung. Er muss sich vielleicht mit dem Economic Buyer treffen und den überzeugen, dass der halt dann sein Geld dafür gibt, sein Budget. Er muss sich vielleicht mit dem Einkauf unterhalten, mit der IT-Abteilung, mit Legal, mit der Finanzierung. Ne? Das sind alles Sachen, die der Kunde machen muss. Ne? Und dann, was wir machen müssen. Ne? Eine Demo organisieren, ein Proof of Concept, eine Case Study, Referenzen einholen, das Angebot erstellen, sich über die Terms and Conditions einigen, eine Finanzierung organisieren möglicherweise. Das sind alles Sachen, die wir machen. Ne? Idealerweise ist das aber auch ein bisschen ausgeglichen, ne? Dass nicht alles bei uns liegt. Wir müssen alles machen, aber dass auch nicht alles beim Kunden liegt. So, und dann baust du diesen Zeitstrahl auf und dann sagst du, hey, das und das sind die Schritte, die der Kunde machen muss. Das sind die Themen, die wir machen müssen. So, und dann ist die Frage, wie kannst du diese Zeit verkürzen? Ne? Wenn er sagt, hey, das geht durch Legal, das dauert 3 Monate. Okay, wieso 3 Monate? Ja, die sind überlastet und das muss alles ins Englische übersetzt werden. Okay, ins Englische. Wie wäre es denn, wenn wir haben die Verträge auf Englisch, wenn wir die vorbereiten und dann schon auf Englisch alles schicken? Ja, das würde super helfen. Ja, dann geht es schneller. Ja? All diese Themen, ne, dass ich sehen kann, hey, wie kann ich den Zeitstrahl verkürzen? Du hast dann irgendwie, hey, 300 Tage, sagt der Champion, und du schaffst es, das vielleicht auf 90 Tage zu bringen. Ne? Weil Time ist mega wichtig hier. Vielleicht auch dann, das gibt es auch nochmal bei Matt Pick, ne? Wie ist der Papierprozess? Ne? Was für Unterlagen müssen denn erstellt werden, müssen von wem unterschrieben werden und so weiter. So, und was hier aber auch drin steckt, das ist das sogenannte Compelling Event. Also gibt es da einen Zeitpunkt, wo der Kunde entscheiden muss? Ja? Also ich erinnere mich noch daran, als die DSGVO eingeführt worden ist, also die Datenschutzregelung, da gab es halt eine Deadline, ich glaube, das war der 1. Mai. Und bis dahin musste halt ein Datenschutzbeauftragter da sein, mussten die ganzen Unterlagen fertig sein, muss alles dokumentiert sein. Dieser Zeitpunkt musste einfach da sein. Das heißt, wir mussten auf jeden Fall irgendwie Ende Januar einen Datenschutzbeauftragten zu dem Thema aufgebieft haben und am Start haben. Ja, und das sind einfach Sachen, das sind compelling Events. Das muss zu dem Zeitpunkt so sein. Oder wenn es ein Announcement gibt, ne? Wir wollen irgendwie neues CM, werden wir eingeführt haben dieses Jahr. Und sagen, okay, wenn ihr das einführen wollt, jetzt ist Juni, jetzt wird es langsam knapp. Ne? Also es gibt da sicherlich immer Punkte. Ne? Oder hey, du willst eine Weihnachtsfeier kaufen? Ja, da haben wir 4 Wochen Vorlauf. Also du musst dich jetzt da eigentlich langsam entscheiden, sonst gibt es keine Feier. Ne? Oder Weihnachtskarten ist ja auch ein gutes Beispiel. Was auch immer, wir wollen jetzt einen Adventskalender für den Podcast aufbauen, kannst dich schon mal darauf freuen.
Da mussten wir natürlich jetzt auch die Software einkaufen dafür und so weiter, weil ja, irgendwann ist dann der 1. Dezember und dann wollen wir mit dem ganzen Ding loslegen. Oder Support läuft aus, ne? Ein Lieferant hat gekündigt, Mietvertrag läuft aus. Oder bei uns, ein Stelleninhaber geht. Ja, also die Vertriebsstelle ist dann nicht mehr besetzt. So, das ist, wenn er weg ist, dann gibt es keine Übergabe. Ja, auch bei den Kunden und so weiter. Das kann eine harte Deadline sein. Ne? Also dieses Warum jetzt entscheiden. Und das ist alles in den im Decision-Prozess drin. Ne? Das Timing, das Compelling Event. So, dann haben wir noch das I, der Schmerz. Ne? Also das Kernproblem des Kunden. Warum sucht er nach einer Lösung? Warum ist meine Lösung für ihn interessant? Ne? Im Endeffekt ist es immer irgendwo ein Business-Thema möglicherweise, also zu hohe Kosten, zu geringe Produktivität, möglicherweise aber auch Chancen, die genutzt werden wollen. Was weiß ich, wir wollen uns auf LinkedIn präsentieren, wir brauchen eine gute Lösung für Videokonferenzen. Es kann natürlich auch um mehr Umsatz gehen, ja, oder fehlende Fähigkeiten. Hey, wir kriegen die Leute im Recruiting nicht an den Start. Wir haben alles versucht, da passiert nichts. Ja. Oder vielleicht auch bei Social Media oder auch im Vertriebsbereich. Wir kriegen das nicht auf die Reihe irgendwie, wir kriegen die Umsatzsteigerung nicht hin. Also er sucht nach einer Lösung. Das ist der Schmerz. Aber auch bei Sales zum Beispiel, auch beim Recruiting ist im Endeffekt oft dann auch das Thema Umsatz. Ja, Kostenreduzierungen, Fähigkeiten erlangen. Und idealerweise fragst du nicht, hey, wo tut's denn weh? Was hast du denn so richtig verkackt? Wo läuft es denn so richtig Mist bei Ihnen? Ja? Sondern wie lösen Sie das derzeit? Ja? Wie funktioniert heute das Recruiting? Wenn Sie mal richtig schwierige Stellen haben. Wie funktioniert die Kundenverwaltung? Wie erstellen Sie Angebote? Ja? Oder helfen Sie mir zu verstehen? Wie geht das? Ja? Oder viele meiner Kunden wollten das und das so lösen. Wie läuft es bei Ihnen? Man kann auch zum Beispiel sagen, hey, wenn wir uns jetzt mal Ihre Kundenverwaltung angucken und Ihre Angebotserstellung, was läuft denn da im Moment richtig gut? Also wo sind Sie stolz drauf? Ja, dann erzählen die meistens freudestrahlend, sagen, ja, das und das ist super und da haben wir einen neuen Prozess und die Angebote, hey, die gehen auf Klick, kommen die raus und so weiter, richtig klasse. Und meistens kommen die dann selber um die Ecke und sagen, ja, aber irgendwie die PDFs sind dann immer 3 Megabyte groß und wir kriegen die nicht in E-Mail integriert und so weiter. Und dann hast du plötzlich, ne, dann fängt der Kunde an zu erzählen. Du kannst natürlich auch recherchieren auf der Website, im Jahresbericht, in Announcement, in Blogs, in Social Media, in Stellenanzeigen. Ja, also wenn ich einen Kunden anrufe und sage, wie läuft es denn beim Rekrutieren mit Ihnen? Dann so, ja, nee, super, kriegen wir alles super hin. Und ich so, okay, aber Sie haben 15 Vertriebspositionen allein im Vertrieb ausgeschrieben. Und wenn ich mal richtig schaue, dann sind die alle auch schon älter als 6 Wochen. Ja. Würde ich wahrscheinlich so nicht sagen, sondern ich würde es nochmal anders hinterfragen. Zum Beispiel, ja, was läuft denn beim Recruiting richtig gut? Ja, wie kriegen Sie das hin? Und meistens kommen die dann selber zum Erzählen, aber irgendwann kann ich dann auch mal halt auf diesen Punkt draufpieksen, dass die Wunde so ein bisschen wehtut. Das geht schon. Und wie gesagt, was sind die Konsequenzen daraus? Ne? Gibt es ein Compelling Event, wo das unbedingt passiert sein muss? Das ist auch der Pain. Ne? Wann bricht die Wunde von alleine auf? Ja? Wann wird es richtig schmerzhaft? Wenn ich das rausbekommen habe, und das muss ich wissen, dann bin ich schon einen Riesenschritt weiter. So, und dann sind wir schon beim letzten Punkt, der Champion. Der Champion, da geht es darum, wer verkauft für dich innerhalb des Kunden. Und wenn du keinen Champion hast, musst du einen finden. Ja? Und den musst du halt, hey, ist das auch ein Champion? Was muss ich dem an Informationen geben? Checklisten, Unterlagen. Ne? Und immer mal gucken, hey, ist das denn auch mein Champion? Ne? Hat der denn auch was selber davon? Hat der selber was davon, wenn diese Lösung umgesetzt wird? Ne? Was zeichnet ein Champion aus? Er versteht die Lösung, er mag die Lösung und er will die Lösung. Das, was ich ihm anbiete, meine Dienstleistung, mein Produkt. Er unterstützt mich bei internen Meetings. Ne? Er ist relativ einflussreich im Unternehmen und besitzt ein Ansehen. Ne? Also wenn du der Pförtner dein Champion ist, würde ich das meistens nicht weiterbringen, es sei denn, du willst vielleicht eine neue Schranke oder Sprechanlage verkaufen. Und selbst dann schwierig. Ne? So, und er hat aber eigene Ziele, dieser Champion. Idealerweise kenne ich die, weil er nutzt uns,
um seine Ziele zu erreichen. Er will zum Beispiel im Vertrieb richtig Gas geben, könnte der Vertriebsleiter sein und sagt, hey, wenn ich ein CRM-System habe, wenn ich bessere Daten über meine Kunden habe, wenn ich ein richtiges Sales-Training habe, dann kann ich besser werden, kann ich erfolgreicher werden, kann ich meine Ziele erreichen. Und wenn ich meine Ziele erreiche, wenn ich mein Umsatzziel erreiche, dann kann ich ganz andere Sachen hier im Unternehmen machen. Ne? Also darum geht es. Ne? Also er nutzt uns, um sein Ziel zu erreichen. Und er braucht uns, um zu gewinnen. Ja? Er gibt die Informationen, er unterstützt den Prozess und er will natürlich auch, dass der Deal zum Abschluss kommt, damit er das dann auch anwenden kann. Ne? Und du brauchst so einen Champion in einem komplexen Vertrieb, um verkaufen zu können. Weil ganz viele Informationen bekommst du sonst nicht. Und du kannst meistens deine Qualifikation auch nicht richtig durchführen, wenn du keinen Champion hast. Ja? Wenn jemand das nicht interessiert oder wenn er keinen Einfluss hat, hat er meistens auch keine Ahnung, wer oder was oder warum im Unternehmen sowas gekauft wird. So. Und deswegen auch das hinterfragen oder sich dann halt jemanden suchen im Unternehmen. Das ist ja oft der Anfang des Vertriebs, dass du jemanden findest, der sagt, boah, ist das eine geile Lösung, das will ich unbedingt haben. So, und dann fangen wir aus, okay, kann es ein Champion sein oder ist es vielleicht sein Chef? Dann, hey, lass uns doch mal ein Meeting mit deinem Chef machen, dann erklären wir ihm, welche Vorteile der ganze Bereich hätte, wenn das eingesetzt wird, und dann ist der Chef möglicherweise der Champion. Ja, und dessen Chef ist möglicherweise der Economic Buyer. Aber das müssen wir rausfinden. Habe ich jetzt, glaube ich, relativ oft gesagt. Also es ging heute um das Thema Lead-Qualifizierung, Kunden-Qualifizierung, Sales-Qualifizierung. Ist immer dann, wenn es ein komplexerer Prozess ist, wo wir natürlich auch Aufwand reinstecken, wo wir uns im Vertrieb anstecken müssen, wo wir technische Komponenten haben, eigentlich entscheidend dafür, dass wir einen effektiven Vertrieb haben, der sich um Kunden kümmert, die später auch kaufen und nicht um Kunden, die nicht kaufen. Kannst du nicht zu 100% ausschließen, logischerweise, aber du kannst die Kunden relativ schnell aus dem Prozess rausschmeißen. Und nicht, dass du halt am Ende alle quasi an der Pipeline am Anschlag hast, ja, eigentlich morgen müsste der Auftrag kommen, ja, bei 20 Kunden und es passiert nichts. Das macht einen wahnsinnig. Ja? Und es bringt auch einen Laden durcheinander. Also, diese Qualifizierung, diese Medic-Checkliste, druck sie dir aus. Einfach nach Medic suchen, nach Bildern, druck sie dir aus, habe ich mir auch hier genommen, Medic. Kleb sie dir neben deinen Schreibtisch, an deinen Schrank und halt dich dran. Ja? Und sorg als Vertriebsleiter dafür, dass sich deine Leute daran halten, dass du die Informationen über die Angebote bekommst. Und ich garantiere dir, wenn du das machst, wird dein Vertrieb deutlich, deutlich besser, anders funktionieren. Die Verkäufer werden plötzlich ganz viel mehr wissen und plötzlich ganz andere Sachen machen. So, wenn dir diese Folge was gebracht hat mit dem Thema Kundenqualifizierung, also mir selber, ich habe jetzt, glaube ich, mich 2 Wochen hier darauf vorbereitet, das ist auch schon nochmal mega die Augen geöffnet, dann würde ich mich freuen, wenn du die weiterempfehlst. Wenn du sagst, hey, das könnte für einen Kollegen was sein, das könnte für meinen Chef was sein, das könnte für Freunde oder Verwandte was sein, dann empfiehl doch einfach diese Folge weiter oder schick den Link weiter. Ja? Wenn du mehr wissen willst, wenn du zum Beispiel zum Adventskalender mit dabei sein willst, dann musst du unbedingt den Newsletter abonnieren. Also wir haben einen Newsletter, wo wir, ich glaube, 2-mal im Monat immer die Folgen nochmal zusammenfassen, Specials reinpacken, irgendwelche PDFs zum Download, Checklisten. Vielleicht gibt es auch eine Checkliste zum Medic, dass du das schon für dich hast. Also Newsletter abonnieren, weiterempfehlen, das heißt den Link weiterschicken, sagen, hey, hör dir mal die Folge an, da könnte auch was für uns dabei sein. Würde ich mich freuen. Ich versuche ja, mein Wort möglichst breit zu streuen, das Wissen über Vertrieb, weil ja, Unternehmen brauchen das, um erfolgreich zu sein. Egal, was du verkaufst, wenn du keinen guten Vertrieb hast, ist es meistens nicht so lustig. Und wir wollen ja, dass das Leben schön und bunt ist und wir wollen alles dafür geben. Und deswegen schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Christopher Funk. Mach's gut.